Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Long Dark Wintermute. Wir waren in der letzten Folge noch in der Höhle des, in Anführungszeichen, Sasquatch. Das war eine kleine Nebenquest. Und ja, wir sind hier durch den Wasserfall gekommen. Und ja, das ist unsere Kleidung ein bisschen nass. Und wir haben die zwei Menschen gefunden. Ja, gut. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Es bringt absolut gar nichts, wenn wir uns hier aufwärmen, weil wir müssen ja eh da wieder zurück. Also, kann ich eigentlich dann gleich mal, wenn das Feuer hier ausgebrannt ist, mein Stuff mitnehmen. Und wir gehen dann da wieder zurück. Ich werde aber alles an Kleidung ausziehen. Weil die Kleidung dauert so ewig zum Trocknen. Ich habe da jetzt schon mal nachgelegt, habe eine Stunde gewartet. Die ist immer noch nicht trocken, also ja, das dauert. Das dauert. Gut, ich gucke nochmal ganz kurz, ob es hier eh nirgendwo weitergeht. Sieht aber nicht so aus. Gut. Gut, gut. Was sagt denn eigentlich der Questlog zu dieser Quest? Große Geschichten 2 und 4. Okay, ja. Die haben wir eh komplett erledigt. Also ist okay. Okay, okay, okay. Vorratslukenplünderung, das machen wir gleich noch. Wenn wir es schaffen. Ja, Kirchenartefakt. Ja, genau, müssen wir zu der Hütte. Weiß Gitas Abhang und Waldflüsterer. Joa. Sammelgegenstände halt finden. Heißt looten. So. Ist gleich aus. Gut, jetzt ziehe ich meinen Stuff noch ab. Wenn wir davor stehen. Ne, warte mal, bevor ich ins Wasser reingehe. Ich weiß nicht, wie sehr das unser Gewand effektet, mehr oder weniger. Ausziehen, ausziehen, alles ausziehen. Oh. Der kann eh nicht nachts werden, oder? Okay, mach hier mal ein Feuer. Stock. Geil, Unterkühlungsrisiko. Schön. Did I say? Wait, that didn't work. So. Aber jetzt. Jetzt wird's klappen. Ich hoffe. Moment, wir sind hier im Wasser. Was ziemlich eckig ist, aber... Naja. Come on, little fire. Come on. Come on, little fire. Oh Mann, ey. So. Kälteverstauungsrisiko. Oh, okay. Doch, der kann nass werden. I hate myself. Ein bisschen. Wenn wir die Kleider tragen, wird es hier grundsätzlich auch wieder trocken. Ich weiß nicht, ob es schneller geht oder ob es länger dauert. Aber sie wird wieder trocken irgendwann. Gut. Ich leg das jetzt trotzdem ab, die Kleidung, die nass ist. Oh, vor Gott sei Dank, ich hab's abgelegt. Warum wird das jetzt schwerer? Macht schon Sinn, auch irgendwo. Oh, ja.
Die Musik sagt mir nichts Gutes. Ich glaube, uns erwartet da noch was, wenn wir rausgehen. Und wenn wir rausgehen und wir Holz finden, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit. Weil das brauchen wir. Ich warte noch mal kurz eine Stunde. Oder so. Ah, das war keine Stunde. Neue Arbeitsmusse. Haben wir wahrscheinlich eh schon an? Ja, ganz genau. Wir können mal ganz kurz... Wenn wir die reparieren, wird die besser? Die Haube hier wahrscheinlich schon. Ich probiere es mal. Wenn wir Zeit. Ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Elf Minuten. Das geht sich aber nicht aus. Noch 20% beides. Ah, es ist nicht so gut. Wir können theoretisch zwei solche Elchhautbeutel machen, ne? Also einen zweiten können wir uns dann noch mitnehmen. Theoretisch. Weil wir haben ja zwei Slots. Hier. Was brauchen denn die zum Herstellen? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Können wir die überhaupt herstellen? Weiß es nicht. Hand, Kopfwickel und das da. Ansonsten. Schwierig. Ich sehe da nichts. Sehe ich nicht, ne? Sehe ich nicht. Oh. Well, das esse ich nicht mehr. Aber das da. Lecker. Prozent nass. Er hat noch 12%. Alter. Es wird Nacht. Ja, es ist vielleicht nicht so gut. Aber grundsätzlich müssen wir uns hier drin ja aufwärmen, ne? Lufttemperatur 14 Grad. Oh ja. 1% nass. Komm, Wert 0. Danke. Er ist 10% nass. Das ist nicht so geil. Also wirklich absolut nicht. Wir haben halt praktisch nichts mehr, was wir irgendwie da noch reinlegen können. Ich meine, da einen Stock können wir noch reinlegen. Den werden wir ganz bestimmt wieder finden. Aber ansonsten... Zwei Prozent. Ja, gut. Das Buch möchte ich da jetzt nicht verschwenden. 1%. Soll ich? Weil das Buch wird... Nee, ich lasse es. Ich meine, wir haben genug Buch. Oh, es ging sich aus. Ach, schön. Kaninchen gegart, kaputt. Auch schön. Ich mach mal ein bisschen Licht. Nicht da lang. Alles nur nicht da lang. Oh, guck mal. Wow. Naja, gut. Dann nehmen wir da halt ein bisschen Holz mit. Ah,
Hallöchen. So, Kohle werde ich keine mitnehmen. Ich hab grad irgendwie Angst. Hallöchen. Oh! Magnesiumfackel. Kann ich hier rein? Ja, hier kann ich rein. Gut. Ich hoffe, da steht nichts am Ausgang. La 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 la. Bevor ich jetzt rausgehe. Da ist der Eingang. Ich schlage hier mein Lager auf. Weiß nicht, ob das so gut ist, aber ich mach das mal, weil es ist schon dunkel. Und ja. Wie wär's mit 8 Stunden? Hier werden uns doch schon nichts angreifen. Hoffe ich mal. Haha. Es ist noch immer dunkel. Och Mann, ey. Och Mann, ey. Toll, jetzt habe ich ein neues Steak angefangen. Naja, was soll's. So. Gut. Haben wir noch irgendwas zu verarbeiten, zu zerlegen? Eigentlich nein. Aktion. Zerlegen. Nein. Elchhautbeutel. Können wir ganz bestimmt nicht. Ja. Selber herstellen. Ich habe es zumindest hier nicht gefunden. Ich weiß es halt echt nicht. Wäre super schön, wenn wir da noch einen finden würden. Aber ich gedenke nicht. Dass wir da noch einen finden. Gut. Ich heb mal den Schlafsack auf. Und wir werden dann gleich mal hier zur Vorratslukenplünderung gehen. Weil, ja. Müssen wir auch noch machen. Und dann mal schauen. Entweder wir machen die Hauptquest zuerst und dann die Nebenquest. Oder. Nee, ich mache zuerst die Nebenquest und dann die Hauptquest. Weil, ja. Weil ja. Gut. Jetzt schon hell? Nein. Verdammt. Was soll ich jetzt machen? Ich warte mal ein Stündchen. Oder zwei. Was stand da gerade? Mach mal Licht ganz kurz. Ah, Stein. Den habe ich gesehen. Mehr oder weniger. Ich gehe mal raus. So, es ist dunkel. Aber was soll's? Und es ist ein bisschen kalt, aber dass wir wieder irgendwo hinkommen, wärmen wir uns eh wieder auf. Also bin zuversichtlich, dass es jetzt nicht so tragisch ist. Gut. Das ist da oben irgendwo, kann das sein? Nee, das kann nicht sein, das... Nee. Muss ich da vorne wahrscheinlich irgendwo rechts rüber gehen. Damit ich da zur Vorratsluke komme. Mal schauen.
darauf? Nee. Ich gehe dann mal rechts rüber. Vorne sieht man das Flugzeug schon. Kann sein, dass uns gleich ein Wolf entgegenstürmt. Ja, oder eine Hütte, ne? Auch gut. Ist das hier? Hier ist ein Ofen. Oder das war's. Und hier ist, ja, Dinge. Ich stelle mir mal ganz kurz hier rein. Es muss hier sein. Das muss hier sein. Da oben. Ich weiß es nicht. Dem Ofen auch nicht? Speichervorgang. Der hier. Oh, hoch. Sieht das Spiel aufgehängt? Ich sehe das Menü ganz leicht. Ich starte mal ganz kurz das Spiel neu. Das ist irgendwie falsch. Also in der Aufnahme sieht man gar nichts und ich sehe alles mit einem Ultra-Grauton. Und die Luke ist nicht offen. Also wir stehen da vor der Luke im Prinzip. Okay, gut. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut rein. Ich bin raus und ciao, ciao.